Annabel Knoll, herzlichen Glückwunsch. War das heute das Rennen deines Lebens? Was heißt das Rennen meines Lebens? Ich bin einfach hier reingegangen, habe das gemacht und dass es jetzt so gut geklappt hat, hätte ich selber nicht gedacht und kann es auch noch überhaupt gar nicht fassen und ja. Ja, fassen wir es mal zusammen. Schwimmen, 300 Meter im Freiwasser, heute sehr kalt. Ja, auf alle Fälle sehr, sehr kalt. Worauf kam es da an? Ja, einfach gut anschwimmen. Erstmal so wie ein bisschen so, wie man Schwimmwettkampf schwimmt, würde ich sagen. Gut anschwimmen bis zur ersten Boje, dann versuchen zu halten und am Ende noch mal ein bisschen anziehen. Man hat ja überhaupt keine Sicht, wo die Konkurrenz war. Die war ja 2 Minuten davor oder dahinter. Was hat das bedeutet? Ja, man hatte, also ich beim Schwimmen natürlich gar keinen Anhaltspunkt. Beim Radfahren hatte ich das Glück, dass ich dann der Nina begegnet bin auf dem Rad und konnte ein bisschen einschätzen, ah, wo bist du? Und ja, genau, und dann beim Laufen nochmal eine, beim Laufen an der Runde am Anfang zu treffen, war dann auch Glücksfall und... Wie ist das dann, ins Ziel zu kommen und überhaupt nicht zu wissen, wo man gelandet ist? Ich habe ehrlich gesagt ins Ziel gekommen, dachte mir, ja, mein Rennen war ganz gut, hast ein paar Fehler auf dem Rad gemacht technisch, aber... Ja, ich, wie gesagt, es ist noch überhaupt nicht angekommen bei mir und ich kann gerade noch gar nichts damit anfangen. Auf welchem Weg ist es denn dann angekommen? Hier im Hintergrund, da lief die Zeitmessung und irgendwie deutete es sich irgendwann an, da kommt die Lisa Tertsch auch nicht mehr ran als Letzte. Wann ist es bei dir wirklich in die Ohren gekommen? Also ich habe das erste Mal gehört, oh, du hattest schnellste Schwimmzeit, dann war so, ah, jetzt bist du gerade auf Platz 1, aber die, ja, Lisa ist noch nicht im Ziel. Und dann hat es jetzt ewig gedauert, bis dann die Zeit von der Lisa drin war und dann war so, okay, es scheint, du hast es geschafft. Und so war das dann so, ja, es scheint, es hat geklappt, war dann das Erste, was ich gehört habe, dass das funktioniert. Und jetzt hast du das Ticket nach Tokio in der Tasche. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Hast du vorher schon mal über Tokio groß nachgedacht oder war da erstmal nur der 26. Mai das große Ziel? Nein, ich habe überhaupt gar nicht dran gedacht. Ich wusste, ich habe so viel Rückstand, ich hatte so viel Pech die letzten Jahre mit Verletzungen. Ich bin so viel im Rückstand eigentlich gewesen und dann einfach hier hingegangen zu sagen, hey, mach das Ding mit. Wenn es klappt, klappt. Wenn nicht, dann versuchst du es 2024 nochmal und dass es jetzt funktioniert hat, unfassbar. Gibt es denn schon eine weitere Planung? Es sind jetzt noch 2 Monate bis zu den Spielen. Was bis dahin noch passiert alles? Also eigentlich, wollte ja, nächste Woche sind die Deutschen. Dann wollte ich eigentlich einen Europacup in Coimbra in Portugal machen und dann die EM in Kitzbühel. Also 3 hintereinander, weil ich, wie gesagt, überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass hier irgendwas rauskommt. Wie es jetzt weitergeht, muss man natürlich gucken, weil 3 Wettkämpfe ist, glaube ich, auch nicht so sinnvoll, da jetzt reinzumachen. Dann kommen die Olympischen Spiele. Was sind so die ersten Olympischen Spiele, an die du dich erinnern kannst, so vorm Fernseher? 2008. 2008. Und dann inspiriert von Jan Frodeno? Ja, also ich wusste davor überhaupt gar nicht, was Triathlon ist. Da denken die Leute immer, Gott, wie kannst du, dein Papa ist Bundestrainer, du hast keine Ahnung, was Triathlon ist. Und da habe ich das erste Mal da mitbekommen, was das überhaupt ist. Und habe es dann gesehen und dachte mir so, oh, das ist ganz cool, das willst du auch machen. Ja, du hast sogar im Gegensatz zu Jan Frodeno 2 Starts vor dir. Ja, du hast dich ja hiermit fürs Team-Event und auch für den Einzelstart qualifiziert. Was ist für dich so momentan die Vorstellung, wie wird Olympia ablaufen? Ja, also es wird bestimmt schon mal komplett anders wegen Corona und ich glaube, es wird auch sehr traurig deswegen, ohne Zuschauer und so komplett abgeschieden. Das ist natürlich sehr, sehr schade, aber ich glaube, es sind trotzdem, ja, Olympia ist, glaube ich, das Ziel von jedem und dann so eine Team-Relay mal zu machen. Also ich habe noch nie eine gemacht, deswegen ist das ein bisschen, ja, hoffe ich, dass ich dann Kitzbühel vielleicht das erste Mal eine mal machen kann, um da reinzukommen, aber ja, 2 Starts sind natürlich 2 Chancen. Was Rennen zu zeigen, was man kann. Da wird es jetzt ein bisschen wärmer. Freust du dich schon auf den Sommer in Bayern da zu trainieren oder geht es irgendwo anders hin? Ja, ist, wie gesagt, ist noch gar nichts geplant. Ich mag auf jeden Fall Hitze sehr, sehr gerne. Lieber als das, was wir jetzt hier gerade haben. Deswegen mal schauen. Was geht heute Abend noch ab? Nicht viel. Essen, Bett gehen und erstmal realisieren, was hier passiert ist. Ja, viel Spaß, viel Erfolg auf dem Weg nach Tokio. Wir sehen uns in Japan. Alles Gute dafür. Dankeschön.